Ja, moin, da sind wir live. 20 Uhr, die Kirchenglocke schlägt und wir sind am Stissel. Ja, kann man mich hören? Kann man alles gut sehen? Kann man alles erkennen? Das ist ja heute gar nicht so unwichtig. Falls schon jemand da ist, das weiß ich ja gar nicht. Doch, kann ich sehen, tatsächlich. Drei. Ja gut, ich kann nur sehen, wie viele. Moin, Grimjan. Ich bin gut zu hören, das ist sehr gut. Ich habe das Setup nochmal ein bisschen umgestellt nach dem Feedback vom letzten Mal. Jetzt müsste das leichter sein mit dem Mikrofon, selbst wenn ich mich bewege. Und das werden wir nachher nochmal ausprobieren. Bevor wir aber tatsächlich ins Malen gehen, müssen wir ja heute tatsächlich noch die Gewinnspiele auflösen. Hatte ich ja versprochen wann war denn das? Am Freitag, am Montag? Montag, glaube ich, haben wir gemalt, ne? Und ja, hier wir are, würde ich sagen. Wir warten noch mal ein bisschen, bis noch ein paar mehr Leute da sind. Genau. Montag, ne? Ja, genau. Ist mir nämlich auch so. Und es haben auch sehr viele mitgemacht, tatsächlich. Das freut mich. Sowohl bei dem 40k-Gewinnspiel als auch bei dem Age of Sigmar-Gewinnspiel und bei unserem Discord-Gewinnspiel. Also wir haben wirklich viele, die mitgemacht haben. Zur Erinnerung einfach, weil das ganze Ding wird es ja auch on demand geben. Wir werden jetzt gleich am Anfang die Auslosung machen, damit, wenn ihr euch für den MyStream nicht interessiert, dass ihr das gleich am Anfang habt oder auch nochmal nachgucken könnt, was ihr machen müsst, wie auch immer. Weil ich finde es immer doof, wenn irgendwie Kolleginnen und Kollegen das dann machen, dass das irgendwo mitten im Video ist oder so. Da bin ich mal kein Fan davon. Wenn wir noch warten, Sabax Gist musste ich für Schamanen umbasen, genau. Also die müssen vom 25mm Base auf den 32mm Base, genau. Kann ich dir nachher auch nochmal zeigen, wie ich die beiden umgebased habe. Die sind nämlich jetzt auch grundiert. Genau. Ja, aber wie gesagt, wir werden jetzt gleich zum Start die Sieger auslosen. 6-mal Age of Sigmar, 6-mal 40k und einmal den großen Gutschein. Ich habe die hier gerade stehen, deswegen frage ich. Ja, genau. Pass auf, dann hole ich die kurz. Ich bin in einer halben Minute wieder da. Dann zeige ich dir die gerade nochmal auf der Kamera. Und dann starten wir mit den Auslosungen. Dann siehst du gerade nochmal, wie die aussehen, damit du sie nachbauen kannst. So, es war weniger als eine halbe Minute. Ich habe gelogen. genau, und zwar muss ich jetzt einmal hier... genau, das Kameraobjektiv wechseln. Ne? Einmal bei Sabak. Habe ich den draufgestellt. Und was du hier machen musst, ich habe dem so einen kleinen Stein noch unter den Fuß geklebt, weil der sonst schief steht. Ich habe hier so einen Juwela ist das, glaube ich. Habe ich so einen kleinen Stein genommen. Und der hier, da brauchst du tatsächlich nur die Pinöppels abmachen unten, unter den Füßen. Und dann steht er auch, unterm Stab auch. Ich sehe gerade, ich habe die echt scheiße grundiert, aber das werden wir dann sehen, wenn wir die anmalen. Das müsste trotzdem sticken. Genau. Aber so kannst du die umbauen auf jeden Fall, das ist nicht viel Arbeit. Der die Pilze, was? Der hat die Pilze unter und die Pins abknipsen. Ja, genau. Und deswegen die Pilze habe ich abgemacht und die Pins abgeknipst und dann hat diesen Stein unter den einen Fuß drunter gesetzt und fertig. Deswegen hast du gleich zwei von den Schamanen. Dann ist das halt Win-Win irgendwo, ne? Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Wir beginnen mit dem, ich glaube, es ist das Age of Sigmar Video mit 7Y. Korrekto. Oh, scheiße, wo habe ich das denn? Da. Das ist das mit 7, genau. Wir beginnen mit dem Age of Sigmar Teil. Da suchen wir uns jetzt 6 Sieger raus. Das Schöne ist, ich muss nicht mitschreiben, weil das Ding wird ja gespeichert hier. Und dementsprechend brauche ich mir nichts aufschreiben, weil ich es einfach on demand nochmal abrufen kann. Wir beginnen mit der ersten Person. Ich sage schon mal direkt, wenn es eine Person ist, die irgendwie einen doofen Kommentar abgegeben hat oder irgendwie unhöflich war oder wie auch immer, da gab es nämlich welche davon,
Da würde ich mir vorbehalten, den Gewinn einzustreichen, weil es eben nicht Sinn des Dingens war, weil wir müssen alle nett bleiben. Das heißt, da würde ich einfach neu würfeln. Weil es war zum Beispiel jemand dabei, das fand ich großartig, der hat sich beschwert, dass ich in dem Einsteigerguide gegendert hätte. Und er das richtig unnötig findet. Und da habe ich mir gedacht, in welchem Video habe ich gegendert? Ich habe nur dediziert auch Einsteigerinnen angesprochen, weil Age of Sigmar im Verhältnis zu 40k echt viele Frauen hat. Und ich habe den Kommentar nicht ganz verstanden, aber ich fand ihn irgendwie kacke, weil lass die Leute halt machen, was du willst. Das wäre zum Beispiel so ein Kommentar, da würde ich einfach, weil er halt nichts zu dem dazu beigetragen hat, was wir vorausgesetzt hatten, würde ich den halt nochmal neu würfeln, ne? Weil alle anderen haben ja dann ihren entsprechenden Kommentar abgegeben. Dazu noch die Gutscheine, die dann daraus kommen. Ihr müsst mich einmal im Discord anschreiben und auch bitte nur im Discord. Unter Brummerjan, das seht ihr ja bei uns, wir sind alle gelb markiert vom Stammtischteam und Brummerjan bin ich. Ich habe den Abaddon von 40k als WhatsApp-Bild, als Discord-Bild. Und da schreibt ihr mir bitte, wenn ihr einer der Sieger oder der Siegerinnen seid, da habe ich es wieder gemacht, ich habe wieder gegendert, ich dummes Arschloch. Schreibt mich bitte an und schickt mir ein Foto von euch oder einen kleinen Ausschnitt oben von eurem YouTube-Benutzer, damit ich weiß, dass ihr das wirklich seid. Bei dem großen Gewinnspiel, beim Discord, da müsstet ihr mir bitte nochmal einen kleinen Namen-Tag schicken, also was weiß ich, auf dem Notizzettel oder wie auch immer, einmal euren Benutzernamen geschrieben und die Mini daneben stellen und davon ein Foto machen bitte, damit ich weiß, dass das auch wirklich eure Mini ist und ihr das Foto nicht nur geklaut habt. Da kommt natürlich dazu, dass ihr die Daten dann auch ans Games Island weitergebt, weil logischerweise, wenn ihr da bestellt, dann, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Die Gutscheine sind gültig nicht für den Games Island Online-Shop, sondern für Tabletop-Verkauf und das Ladenlokal von Games Island. Das fand ich ein bisschen seltsam, die Kombination, aber ihr könnt bei Tabletop-Verkauf ja inzwischen auch über den normalen Store einkaufen. Dementsprechend müsste das passen. Aber ich hatte gesehen, unser Kontakt hatte mir noch mal extra geschrieben, das ist ein Gutschein für Tabletop-Verkauf und das Ladenlokal. Genau, in Hof. Also spätestens, wenn ihr zum Raccoon Rumble fahrt, könnt ihr das Ding wahrscheinlich auch einlösen. Gut, soviel zu der Stelle. Und dann würde ich sagen, hauen wir mal rein. Und zwar, der erste Gewinner oder die erste Gewinnerin ist Invictus. Ich bin komplett neu bei AOS und habe mir die Skavenhead-Box zum Einstieg gekauft. Starte mit den Stormcast Eternals. Nice. Herzlichen Glückwunsch, du bekommst einen 10-Euro-Gutschein. Nummer 2. Nitro-Styles. Ich war schon lange Fan der Lore, der Videospiele von Warhammer, habe dann zusätzlich noch Warhammer Plus abonniert und dadurch meine erste eigene Mini bekommen. In dem Fall war es der Vindicare Assassin. Bin eher zufällig auf das Hachette-Abo vom Imperium gestoßen und musste leider feststellen, dass die schon bald auslief. Aber habe dadurch das Stormbringer-Magazin entdeckt und bin dann ganz offiziell in das AOS-Minis aufbauen, bemalen und spielen eingestiegen. Mittlerweile habe ich zudem die Armee-Box der Flesh-Eater-Cords erworben und dadurch meine erste Spirit-Armee zusammen. Bin daher noch relativ neu im Miniaturen-Hobby. Ja, mega geil. Willkommen im Hobby. Und auch an dich. Glückwunsch zum Gutschein. Dann haben wir den lieben Tristan. Ja, herzlichen Glückwunsch, Tristan. Zwar noch gar nicht so lange im Hobby, aber aufgrund der Intensität würde ich mal Veteran sagen. Du bist Veteran, das würde ich auch. Alles andere hätte ich jetzt auch nicht durchgehen lassen. Aua, jetzt bin ich hier gegen den Tisch gekommen. Ja, Tristan, herzlichen Glückwunsch. Melde dich bei mir. Und dann, beziehungsweise ich weiß, dass du das bist, von daher kann ich dir den schon schicken. Von daher, herzlichen Glückwunsch. Das war Nummer 3. Jetzt kommt Nummer 4. Da haben wir den Sepp. Oh, der hat aber einen ganz schönen Roman geschrieben. Zum allerersten Mal super Video und gut erklärt. Ich mache nun den Übergang von 40k zu AOS, habe die Skaventide-Box geholt, um allein schon 2 weitere Spells zum Testen zu haben. Für kleine Spiele oder mit wenig Erweiterungen kann man die Skaventide schnell auf 2K-Punkte ausbauen, da die Stormcast bei 1200 und die Skaven bei 1270 liegen. Gut, ich habe mich schon immer gefragt, wie weit die sind. Das ist schon ganz schön gut. Ansonsten, wie du gesagt hast, ist ja alles Wichtige drin. Der teilbare Messstab 3 plus 6 Zoll ist bei dem Geländeset von Fire and Jade mit dem Gussrahmen. Den individuellen Start habe ich quasi dennoch gewagt, da Slaves to Darkness meine Fraktion der Wahl ist. Gute Wahl. Zum Testen habe ich hier natürlich auch die Spared gekauft und für später noch einmal ein paar Barbaren, die wahrscheinlich mein Turnierentstieg werden. Naja, wenn mal Zeit für eins ist und die Regeln sitzen, bevor die Knights weiter ausgebaut werden. Den Anschluss zu finden wird bei mir am schwersten, da bei mir überwiegend 40k vorherrscht, habe aber 2 Vereine bei mir im Umfeld und
Denke, sonst gibt es Kontakt über den GW. Auf jeden Fall. Aber einem Kumpel zum Einstieg ist definitiv zu empfehlen. Habe ich auch gemacht. Und wenn der Gute auch keine Skaven, was? Auch wenn der Gute keine Stormcast oder Skaven spielen möchte. PS, der Kauf der Enderspace und Faction Terrain ist auch sinnig, da beides für die Fraktionen nun mal quasi umsonst ist. Geht natürlich aber auch ohne. Ja, das kann ich auch nur unterstützen. Ich empfehle die Enderspace. Ja. Nummer 5. Benedikt. Sehr schöne informative Zusammenstellung, auch wenn mich das System bisher noch nicht so überzeugen konnte. Juckt es mir immer noch in den Fingern, wenn ihr was dazu macht. Die Miniaturen sind teilweise echt so großartig. Erstmal muss ich noch ordentlich was für Legions Imperialis wegmalen, aber danach gibt es wahrscheinlich zumindest mal eine Warcry-Bande. Sehr schön. That's the spirit. Herzlichen Glückwunsch, Benedikt. So, die letzte Person für Age of Sigmar. Ich habe drei Fantasy-Armeen und hatte immer einen großen Bogen um AOS gemacht. Ich habe jetzt meinen Kriegsball begraben und starte mit den Dinos. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, so langsam, ihr habt ja Fantasy auch wiederbekommen, so langsam sollte man mal das Buch der Grolle begraben. ja, das sind die sechs Personen, die den Gutschein gewonnen haben für Fantasy, für Age of Sigmar. Jetzt kommt gleich noch das Video oder die Ziehung für die sechs 40K-Kommentare. Und wenn ihr bei beiden kommentiert habt und ihr smart wart, dann habt ihr natürlich eine doppelte Chance gehabt. Ich gucke gerade noch mal in die Flasche, wie spät das ist. Und dann würde ich sagen, tauschen wir einmal das Video. Und zwar haben wir hier das 40K-Video. Zack. Und fügen das hier ein. Ah, geht gar nicht. Muss ich die Seite reloaden? Bumm. Zack. Ah, es waren nur 18 Kommentare in dem Fall. Moin Ole, wir sind gerade bei der Ziehung der Gutscheine vom Games Island. Du hast noch keinen gewonnen, also bisher hast du noch nicht so viel verpasst. Genau, kommen wir zu Warhammer 40k zwischen den 18, da wählen wir natürlich auch 6, also ihr habt eine Chance von 1 zu 3. Sehr gut. Gucken wir mal. Twin ist der Erste. Hab vor kurzem mit dem Tabletop-Spiel angefangen, nachdem ich erstmal viele Videos zur Lore geguckt habe. Bin deswegen gerade dabei, mir eine Armee zu bauen. Hab mich für die Black Templars entschieden, weil ich den Look einfach super cool finde, mich mit deren Lore und Art einfach begeistert. Der Imperator beschützt. Das tut er. Anscheinend hat er dich so beschützt, dass du jetzt einen Gutschein gewonnen hast. Herzlichen Glückwunsch, Twin. Meld dich bei mir. Dann Nummer 2 ist Malte. Ich habe in den Imperial Fists vor 2 Jahren angefangen und bin ihnen bis heute treu. Ich habe gerade meine Armee ergänzt und auch mit der Amboss-Belagerungsaufstellung spielen zu können. Was sind die Amboss? Was ist denn die Amboss-Belagerungsaufstellung? Hä? Ah, das wird das eine Detachment sein. Anvil Siege Force, so heißt sie, glaube ich, auf Englisch. Oh, okay, wow. Okay, die Übersetzung. Ich finde die Story dieser dogmatischen Sturköpfe einfach klasse, auf jeden Fall. Als Ausgleich auch beim Pinseln habe ich jetzt begonnen, mir meine Tyranniden-Schwanenflotte zu aufzustellen. Cool. Ja, dann hast du jetzt noch einen kleinen Boost gekriegt dabei. Herzlichen Glückwunsch, Malte. Dann Nummer 3. Mandret. Moinsen, cooles Video. Danke. Meine Starterarmee sind die Adeptus Auroritas. Ich fand die vom Hintergrund her am coolsten Kampfnonnen mit einem Orgelpanzer. Mehr over the top geht nicht. Sehe ich ganz genau wie du. Da ich relativ neu bin, ist das auch meine einzige Armee. Ich habe noch nicht alle Regeln so komplett drauf, macht aber trotzdem Spaß. Ja, Sisters oder Soros sind eine mega Armee. Und ich bin absolut deiner Meinung. Für mich schreit keine Armee mehr 40k als Adeptus Auroritas. Herzlichen Glückwunsch, Mandret. Dann Nummer 4. Haben wir den Pela. Ich habe mit Necrons aus der Indomitus-Box zu Beginn der 9. angefangen. Erstens finde ich untote ägyptische Roboter from Outer Space offensichtlich cool. Wer tut's nicht? True. Wollte ich eine Armee. Zweitens wollte ich eine Armee, die man schnell bemalen kann. Double true, weil Silber grundieren, 9 € drüber, fertig. Mittlerweile sind es über 6000 Punkte und immer noch meine Lieblingsarmee. Sehr schön. Das freut mich für dich. Ja, auch an dich. Herzlichen Glückwunsch, Pela. Nummer 5. Adeptus Stammtisch? Yes! Ich meine, nein. Blind Eyes. Vielen Dank für den interessanten Content. Ich habe 40k mit den Adeptus Auroritas gestartet, weil die Modelle so schön aussehen und der Mechanismus mit den Wunderwürfeln einen großen Reiz hatte. Ist aber für Anfänger aus deinen genannten Gründen eine schwere Wahl. Jo.
Stellt sich auch immer wieder raus, meiner Meinung nach. Also nicht nur, dass ich recht habe, das kommt durchaus vor, aber dass Soros eben auch nicht so einfach zum Einstieg sind. Aber auch bei dir, herzlich willkommen im Hobby und du hast hier eine sehr schöne Armee ausgesucht. So, der letzte Winner bei 40k ist der liebe Michel. Oh wow, hat er den Roman geschrieben. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Michel. Hi Leute, erstmal erneut vielen Dank für euer schönes Einsteigervideo. Das lässt sich neben dem Malen immer ganz wunderbar genießen. Gestartet bin ich 2018 mit dem Blister Trommelwirbel Space Marines. Wer hätte das gedacht? Mit wenig Blick nach links und rechts ging es direkt zu meinen liebsten Posterboys, den Ultramarines. Mittlerweile stehen die folgenden Fraktionen in Vitrinen: Black Templars, Death Guard, Sororitas, Necrons und Chaos Space Marines. Unter all dieser Auswahl habe ich wohl mit die meisten Spiele mit den Necrons bestritten, wobei man als gelegentlicher Gelegenheitsspieler kaum das Wort viel in den Mund nehmen darf. Wenngleich mein Favorit immer noch die Death Guard ist. Das liegt wohl vor allem an ihrer überschaubaren Einheitenrange, was in der Auswahl und Zusammenstellung der Armee recht einfach macht. Zudem sagt mir das Prinzip von langen Zähnen und sehr widerstandsfähigen Einheiten doch sehr zu. Das macht sie verwundbar gegen Mobilität, doch andererseits auch sehr geradlinig und ehrlich. Derzeit sind sie außerdem noch eine Index-Armee. Das beschränkt die Auswahl noch mehr und macht es für mich noch einfacher. Verstehe ich total. Und dann wäre es auch noch das erste Armee-Projekt, das ich abgeschlossen habe, auch wenn gerade noch ein Blackbird-Scrawler und ein Rhino neu hinzugekommen sind und Mortarion immer noch, weil ich Ehrfurcht vor dem Modell habe, unbemalt in der Plastikbox auf seinen Auftritt warten muss. Somit ist es einfach eine Herzensangelegenheit. Sehr schön, freut mich für dich, Michael. Bist ja auch schon, glaube ich, echt lange dabei bei uns in der Community. Also 2 Jahre bestimmt. Locker, wenn nicht sogar schon fast 3. Sympathischer Typ wegen der Death Guard, absolut. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Michel. Das sind die 6 Leute, die bei Warhammer 40k gewonnen haben. Auch ihr kontaktiert mich bitte im Discord und dann lasse ich euch eure Gutscheine zukommen. Und wir haben jetzt im Stammtischteam abgestimmt zu dem Lieblingsmodell. Interessanterweise gab es zu allen Modellen, wir hatten 25 Einsendungen, glaube ich, waren es. Zu allen Modellen war die Geschichte eine von drei, nämlich ich habe mit der Armee angefangen oder das war mein erstes Modell, was ich bemalt habe oder ich habe einen Wiedereinstieg in Tabletop gemacht und habe meine alte Armee weitergespielt. Wir haben im Stammtischteam komplett abgestimmt, also alle 12 Leute und es war ein knappes Rennen zwischen zwei Einheiten. Und zwar Platz 2 war der liebe Tristan mit Croak, weil der auch Non-Metallic Metal bemalt war. Der sah wirklich fantastisch aus. Das ist ein ganz, ganz hübsches Modell, Tristan. Das ist richtig schön. Und du bist ja auch schon ein bisschen Hobby-Veteran. Du kannst auch sehr gut malen. Und wir haben dann hin und her diskutiert, wen wir denn nehmen wollen. Und wir haben uns dann aber letztendlich für den anderen Gewinner, also für den jetzigen Gewinner entschieden, weil die Person ist tatsächlich mal Anfänger. Und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen. Und auch das Modell fanden wir sehr, sehr hübsch. Steckten wohl auch viele, viele Stunden Arbeit drin. Und ja, herzlichen Glückwunsch an die Person, die den lieben Illuminor Serras bemalt hat. Und tatsächlich auch, wie gesagt, mal Anfänger. Das ist schon stark. Also da ist auch viel Kontrast dabei, ja. Aber gerade hier auch die Phasen oder die Hyperphasensensen und sowas mit den Farbverläufen, das ist halt super schwer zu malen. Und gerade wenn man Anfänger ist, ist das schon eine Leistung. Und deswegen haben wir uns für Serras entschieden. Ja, und dann würde ich sagen, der 50-Euro-Gutschein fürs Games Island, beziehungsweise für Tabletop-Verkauf und den Laden geht an dich, wenn du mir schreibst und wie gesagt ein Bild von der Mini mit einem Zettel daneben mit deinem Benutzernamen schickst. Genau. Ansonsten, das gilt jetzt für alle 3 Gewinnspiele, wenn ihr mich nicht bis Montagabend 20 Uhr kontaktiert habt, dann werde ich neu würfeln. Weil ich dann nämlich auch demnächst im Urlaub bin und deswegen das jetzt ein bisschen schneller gehen muss. Genau, bis Montagabend solltet ihr Zeit haben. Das sind jetzt ein paar Tage. Ich schreibe es auch nochmal in Discord in Erinnerung, dass da die Leute reingucken. Und schicke nochmal ein YouTube-Ding raus. Also eine YouTube-Community-Dings, dass wir das gezogen haben und dass jetzt eben das durch ist. Genau. Supi. Ich kann euch schon sagen, wir werden demnächst ein weiteres Gewinnspiel sehr wahrscheinlich haben, das ziemlich geil ist.
Wir sind gerade noch am Klären, was dafür gemacht werden soll und so weiter und so fort. Aber da könnt ihr euch drauf freuen. Und ja, ich würde sagen, so viel erstmal zu der Auslosung oder zu den Auslosungen. Und dann gehen wir jetzt in den Mahlteil des Streams über. Und hier muss ich gestehen, ich habe, wie soll ich sagen? Ich habe einen sehr hohen Workflow gehabt die letzten Tage. Und es gibt keinen Nagash mehr, den wir bemalen könnten. man sieht jetzt hier, bin ich mit meinen Sachen auf meiner Matte. Und ich räume jetzt mal hier die Tastatur und sowas weg, damit ich hier Platz habe, nachher zu malen. Tatsächlich habe ich Nagash fertig. Ich habe die letzten Tage wirklich jede freie Minute da reingesteckt, um den zu malen, weil Julian, wie gesagt, bei uns aus dem schlappenknappen Team den braucht. Und dementsprechend habe ich mir gesagt, komm, machst das Ding fertig. Und habe mich da echt durchgebissen teilweise, beziehungsweise zum Schluss war die Motivation echt hoch, den zu malen. Ich zeige gleich, was wir gleich malen. Und zwar zeige ich euch erstmal, wie Nagash jetzt am Ende aussieht. Hier ist er. Frechheit, wir verlangen einen zweiten Nagash. Im Leben nicht. Nie wieder. Nie wieder das Modell bemalen. Also, ne, ihr seht, der glänzt noch so ein bisschen, weil er noch versiegelt ist. Der muss noch vollends durchtrocknen hier. Aber der war echt anstrengend zu bemalen, kann ich euch sagen. Weil es ist alles hier, der wippt halt, ne, die ganze Zeit. Und auf der Base habe ich hier das von Crowdcover, was auch nachts leuchtet unter Schwarzlicht und so weiter. Ja, Nagash ist fertig. Und dann geht es heute weiter. Und zwar habe ich mir überlegt, weil ich möchte das Material heute dafür nehmen, für mein Video, was ich noch schneiden muss. Ich habe den Anfang schon angefangen zu schnitten, aber ich war ein faules Stück heute. Für den Langzeittest von Army Painter. Deswegen habe ich mir überlegt, werden wir heute Trock weitermalen, den wir schon fast komplett mit Army Painter angefangen haben. Und dementsprechend bietet der sich auch an dafür, finde ich. Alternativ könnten wir, damit wir an einem Tag fertig sind, hier Sabak bemalen zum Beispiel, als Gloomspite Gitz hält, komplett mit Army Painter Farben. Das würde ich euch jetzt lassen. Aber ich finde Trock zum Beispiel ganz nett, damit wir mit dem ein bisschen weiterkommen, weil ich würde den auch schon demnächst mal spielen. Weil ich bisher sehr viel Soul Black Gravelords und Nurgle gespielt habe, aber ich möchte mal wieder ein bisschen Gitz spielen. Also, ihr habt die Wahl. Troll oder Gott? Ole möchte Trock. Dann machen wir den Git. Nein. ich hole schon mal meine Nasspalette. Sieht man die hier? Ja, die sieht man sogar. Ist ja Wahnsinn. Ich habe die letzten Tage die restlichen Endespells noch fertig gemalt hier, weil ich die jetzt endlich mal fertig haben will. Genau, beide. na, wir beginnen mal mit Trock. Und wenn wir dann an einen Punkt kommen, wo wir sagen, ja, okay, jetzt müssten wir halt warten auf Shades oder whatever, dann können wir ja noch wechseln. So, den mache ich erstmal hier auf das große Base. Komm her hier. So. Und zwar möchte ich anfangen. Achso, erstmal muss ich die Wet Palette wieder ein bisschen nass machen. Wir werden nächste Woche übrigens noch irgendwann, wahrscheinlich etwas später in der Woche, werden wir einen Stream haben. Nächste Woche wird es voraussichtlich nur einen geben, weil ich ein bisschen was zu tun habe für die Schule und ich ja dann auch demnächst im Urlaub bin. Dementsprechend müssen da viele Vorbereitungen noch getroffen werden. Und zwar werden wir gemeinsam dann das Gelände, wenn es rechtzeitig ankommt, von Fantasy bauen. Also von Old World bauen. Das ist zumindest mein Plan. Ich hoffe, es geht auf. Wir werden sehen. Es wäre schön, sagen wir es so. Also, wo machen wir denn mal bei Trock weiter jetzt? Ich sehe gerade, das ist ein bisschen doof. Warte mal, ich schiebe die mal ein bisschen rüber hier. So, so ist besser. Ich mittig mal. Das ist eigentlich ganz gut, weil kann ich mich hier an dem Logo orientieren, dass immer, wenn ich über dem Logo bin, dann seht ihr eigentlich, was ich mache. Das ist ganz gut. Genau.
Ich möchte jetzt anfangen, den Bart highlighten, glaube ich. Nee, erstmal machen wir das Geweih. Und zwar habe ich gesehen, das Geweih ist bei GW so ein dunkles Grau. Das mag ich überhaupt nicht. Dementsprechend würde ich das Geweih... Oder doch? Aber sein Bart ist schon grau. Das sieht dann doof aus. Nee, mal gucken, was wir haben. Ich könnte den braun machen, weil wir haben kein nennenswertes Braun eigentlich auf dem Modell. Oder einfach Gigalame in Knochenfarbe. Ja, ich glaube, ich mache das in Knochenfarbe. Dann haben wir noch Rot, was wir brauchen für die Banner. Die würde ich aber in diesem Fall grün machen, weil ich Rot schon für den Lendenschurz habe. Und wir brauchen, was haben wir noch? Noch mehr Grün für das Moos. Na, wo habe ich es denn? Hä? Hier ist es. So, weil wir bleiben ja heute bei Army Painter. Türkis. Ein türkises Geweih, was stimmte mit dir nicht? nee, weiß ich nicht. Nee. Genau, wir beginnen jetzt mit Knochenton für das Geweih. So. Das ist vielleicht ein bisschen viel, aber brauchen wir wahrscheinlich nochmal. Und ich sehe gerade, wir können diesen Knochenton dann auch gleich für die Fußnägel und sowas nehmen. Von daher Win-Win-Situation, würde ich sagen. Also ich werde den Ton auch hier rausschneiden, dann für das Video. Ich werde dann natürlich ein Voice-Over einsprechen und meine Erfahrungen berichten. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich eh schon dabei bin, kann ich auch das Material nehmen. Und dann muss ich heute nicht nur extra was aufnehmen. Weil das ist immer ultra anstrengend, mal Video aufzunehmen. Weil man halt immer so, ja okay, jetzt brauche ich eigentlich nur die Farbe. Und ich werde das jetzt einfach so machen, dass ich die letzten Streams, weil wir da wirklich fast alles mit Army Painter gemalt haben, dass ich mir da die Stellen rausnehme, die ich brauche, und dann werde ich dazu einfach was erzählen. Weil letzten Endes haben wir alles mit denen schon gemacht. Wir haben gedrybrushed, wir haben geairbrushed und so weiter und so fort. Und von daher, warum soll ich es nochmal aufnehmen, wenn wir es schon haben? Vielleicht setze ich mich auch hinterher hin und sage, das war die dümmste Idee ever. Aber wenn man es nicht ausprobiert, dann findet man es nicht heraus. So. Ich habe übrigens nicht vergessen, dass wir die Sacrosanct Chamber noch machen sollen als Index-Review. Aber wir hatten in letzter Zeit irgendwie auch viele Urlaube und so jetzt im Stammtisch-Team. Und dementsprechend haben wir noch nicht wirklich reinlesen können. Ich habe mal so grob durchgeblättert. Das war ganz nett, wie gesagt, aber das kommt noch. Das ist nur ein bisschen vertagt. Und es wird jetzt demnächst dann auch losgehen mit unseren ersten Hammer- und Amboss-Folgen, weil wir jetzt auch fleißig auf Turniere fahren werden. Hast du eigentlich, Ole, wo du schon mal hier bist, hast du ein brauchbares Headset? Also, dass du nicht klingst wie 1933 im Klo von irgendeinem American Diner? Weil dann könnten wir nämlich auch zu unseren Turnierspielen immer noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Das wäre richtig cool. Dann machen wir so einen Team-Talk mit Julian zusammen.
Ja, hast du, sehr schön. Dann machen wir das. Dann machen wir so einen Schlappenknappen-Talk quasi, wo wir kurz unsere Turnierserie in der Liga begleiten. Ich meine, Julian weiß noch nichts von seinem Glück, aber der macht das jetzt einfach, habe ich jetzt gerade beschlossen. Aber er ist ja ein Podcast-gener Mann, sagt man das so? Von daher glaube ich mal schon. Ich freue mich ultra aufs erste Turnier. Leider ist das erst Mitte September bei mir. Furchtbar, weil vorher habe ich keine Zeit. Und dann läutet bei mir die AOS 4.0 Turnier-Season ein. Ich habe ich echt Bock drauf. So. Wenn das gleich trocken ist, es ist so warm hier, das wird super schnell trocken sein. Dann machen wir schnell noch eine zweite Schicht und dann sind die zumindest schon mal fertig. Zum Shaden. Was meint ihr denn nebenbei? Bei Grimjan habe ich schon herausgehört, dass er gerade Gloomspite-Gits baut, nämlich die Sabax-Gits Kitbash zu den Schamanen, was ich vorgeschlagen hatte. Was machst du, Ole? Oder Grimjan, korrigiere mich, wenn ich falsch bin. Du hast nächste Woche dein erstes Turnier. Nächste Woche? Ach ja, genau, am 30. Ja, du bist ja in Hildesheim. Ja, da könnt ihr beide schon mal Punkte holen, während ich noch keine Punkte habe. Dann sieht das in der Statistik bis zu meinem ersten Turnier, nämlich in Detmold, sieht das so aus, als wenn ich so ein richtig faules Stück wäre. Und dann lasst ihr uns gut aussehen da. Könnt ihr schon mal fett Punkte holen in unserer Division? Direkt Duftmarke setzen. Muss noch 10 Grimghast Reaper fertig bekommen. Das geht ja bei Nighthaunt. Die sind ja sehr, wie soll ich sagen, sehr kontrastkompatibel und so weiter. Ich empfehle dir übrigens, guck mal in die neue Folge raus, die ich heute auf, oder die heute rauskam, die ich heute veröffentlicht habe. Da sind einige Nighthaunt-Listen drin, die sind super interessant, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und es gibt auch einige neue Soulblight-Listen, die jetzt rausgekommen sind, wo ich auch sagen muss, meine Güte, ist die Armee vielseitig. Also, da ist fast keine gleich, was ich super geil finde. Also klar, wir haben immer so einen Grundstock dabei, ne, weil Vampire spielt jetzt halt jeder. Warum sollte man noch nicht? Die sind super gut geworden. Aber ansonsten ist jeder Ansatz anders und das feiere ich so hart. Man kann wirklich sich scheinbar komplett austoben bei Soulblights, was ich mega finde. Die war interessant eben. Ja, genau, vom Turnier noch geschaut. Vor dem Stream geschaut, jo. Muss ich noch gucken, aber habe schon eine gute Liste, die ich nächste Woche auf dem Turnier spielen werde. Habt ihr nicht morgen Listenabgabe? Oder war schon? Weil wenn es schon war, dann Listenabgabe ist morgen, jawohl. Weißt du was, Julian? Oder sollten wir ihn nochmal erinnern?
Ich weiß gar nicht, wer da auch alles hinkommt. Ich meine, hier die Jungs aus Kassel sind auch wieder da. Mit Cello, Flo und Robert. Ansonsten weiß ich es gar nicht. Ich sehe jetzt erst, dass der nur 3-10 hat. Wie witzig ist das denn? Aber er hat vier Finger. Das haben die Trolle, meine ich, alle. Ja, das ist mir bisher noch nicht aufgefallen. Trollarmeen sind ja momentan auch brutal am Abgehen. Ist das ein Fingernagel? Doch, das ist ein Fingernagel. Ich habe schon gesehen, diese irgendwie, man spielt 15 oder 18 von den kleinen Trollen. Also von den Nahkampftrollen und 6 von den Fernkampftrollen. Plus irgendwie 2, 3 Denkholz und Trock. Und die zerstören alles im Nahkampf, das ist Wahnsinn. Weil die halt auch einfach alle, glaube ich, Damage 3 haben im Nahkampf mindestens. Das ist schon heftig. Schade, jetzt mal trinken, ja. Genau. So, dann haben wir die grünen Banner. Während das trocknet. Also, wir machen jetzt Angel Green, also Dark Angels Green quasi. Oder Caliban Green. Die habe ich auch bei Nagash benutzt, die Farbe. Und die ist geil. Ich bin kein Fan von den GW-grünen Tönen, weil die immer so super schlecht decken. Und das hier von Army Painters Angel Green, das deckt ultra gut. Allgemein grün ist ja so ein bisschen ätzend an manchen Stellen, weil das halt immer so unsauber deckt. Aber die, ich weiß nicht, was die da reingemacht haben, das ist super. Nutzt du eigentlich für Montag noch die Liste, die du reingeschickt hattest? Das weiß ich noch nicht. Aber ich denke ja. Oder möchtest du lieber gegen Loosebite-Gids spielen? Dann bringe ich eine Gloomy-Liste mit. Muss ich mich nur noch mal reinlesen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du auf eine starke Gloomspite-Gids-Liste triffst, ist, glaube ich, höher als bei Soulblights aktuell, weil Gloomspites wieder richtig rocken. Mir egal, welcher mir. Jo, sag ich dir aber noch Bescheid. Aber ich denke mal, es wird die Soulblight-Liste. Hm.
Ich bin mal gespannt, wie es ist, gegen Nighthorn zu spielen. Weil ich habe jetzt bisher viel Horror-Stories gehört. Aber so super schlimm finde ich es nicht. Also ja, die sind stark, brauche ich nicht drüber reden. Aber so broken kaputt, glaube ich, sind die nicht. Also jetzt kann man mich hier wieder einen Trottel strafen oder nennen. Aber da gibt es Schlimmeres, glaube ich, weil viele diese Hexrays nicht haben. Ich habe jetzt gesehen, dass wie heißt er? Manu mit den Hexrays gespielt hat als Nighthaunt. Also der scheint die zu haben, aber die haben halt die meisten nicht. Wenn ich mir mal so lege, wie man die nutzen könnte, haben wir wahrscheinlich sogar den gleichen Anfang mit unseren Armeen. Den gleichen Anfang? Wie meinst du das denn? Hallo Ritter Kunibert. Siehste, Ole, erinnere mich Montag nochmal dran. Dann nehme ich nämlich Montag den Nagas schon mit. Dann kann sich Julian den nämlich bei dir abholen. Dann hat er den schon da, falls er noch ein Testspiel machen will. Vor Samstag. Drei Flaggen mit drei starken Helden und einfach rein. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, die Soulglide-Liste ist nicht so einfach rein. Aber das werden wir sehen. Ich habe nämlich jetzt gesehen, dass bei Soulblights auch wieder viel Control jetzt kommt. Das will ich mal ausprobieren, weil ich ja zum Schluss auch in der dritten viel Soulblight Control gespielt habe. Von daher mal schauen. Aber es könnte sein, ja. Es könnte sein, dass es darauf hinausläuft. Oh Gott, ich muss mich gerade ultra konzentrieren. So. So, haben wir noch irgendwo so Rankengedöns? Sieht nicht so aus. So, diese Banner. Die Banner würde ich jetzt, glaube ich, in einem anderen Ton machen. Drei Flanken mit starken Helden. Achso, das hatten wir eben schon. Jo. Guten Morgen. Was könnte man, in welcher Farbe könnte man denn die Banner machen? Ich guck mal. Ach, weißt du was, dann machen wir die doch türkis. So. Ich glaube aber, ich habe nur eine Türkisfarbe, das ist das Problem. Nee, dann machen wir es anders, weil sonst kann ich die nicht highlighten. Dann machen wir die in blau. Hallo Melbert. Na, machen wir erst Ultramarine Blue. An was das wohl angelehnt ist. Und dann machen wir Crystal Blue als Highlight.
nach dem Shade. Ich habe nämlich auch das blaue Shade hier. Damit wir vollends prepared sind. Und das ist jetzt so gerade dieses Ding, wo ich meine, ne, beat the ugly face. Das sieht halt super scheiße aus gerade. Und das ist halt so das, was mich auch immer mal demotiviert. Bei Nagash waren das auch irgendwie so 5 bis 8 Stunden, sag ich mal. Wo der einfach nur scheiße aussah und ich da mal gesessen habe und gedacht, boah, nee. Aber da muss man durch. Und darf sich da auch nicht demotivieren, das ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt übermale, hört ihr mich schreien? Nee. Oh, da habe ich auch so einen mittelmäßigen Ausraster gehabt. Ich war bei Nagash komplett fertig mit dem Umhang, mit der Schulter, mit den Schultern und so weiter. Und habe dann mit Dark Green, glaube ich, weil ich irgendwie ein Rüstungsstück nochmal bemalen wollte, bin ich voll auf diese helle Rüstungsfarbe gekommen. Ich durfte die ganze scheiß Schulter nochmal bemalen. Da habe ich richtig ätzende Laune gehabt hinterher. Ich hasse es wirklich. Und da waren übrigens 9, ihr habt es ja gesehen, 9 Einzelteilen. Das waren die meisten Sub-Assemblies, die ich je in meinem Leben brauchte bisher. Und ich habe schon viele Drecksmodelle angemalt. Also in Anführungsstrichen Drecksmodelle, nicht weil die hässlich sind, sondern weil die einfach ätzend zu bauen waren. Allen voran Angron zum Beispiel. So. Noch was im. Oh, da oben brauchen wir noch grün. Sehe ich gerade. Da hängen nämlich noch Ranken. Hier oben nämlich am Portal. Heute war ganz interessant übrigens. Ich habe vorhin bei Reddit einen Leak gesehen, angeblich einen Leak über 4chan, also 4chan geschrieben, dass angeblich die Soulblight Gravelords als Battletome im März kommen nächstes Jahr und dass da eine zweite Welle an Modellen drin ist, nämlich die Endloszauber, ein Gelände, neue Graveguard, neue Black Knights und neue, was war das dritte? Graveguard, Black Knights und der Corpse Guard, dass der neu kommt, damit halt Soulblight Gravelords auch komplett auf neuen Modellen sind. Ich würde das hart feiern, wenn das stimmt. Schlappentalk, heiße News und noch heißere Schlappen. Möglicher Name für die Berichte, sehr geil. Gibt es eigentlich irgendeine sinnvolle Kombination, wie man mit Dark Oath auch competitive erfolgreich sein kann, oder gibt es wirklich gar keine Chance? Gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich momentan keine Slaves to Darkness spiele. Das müsste man eher David fragen. Schreibt den am besten einfach mal im Discord an, da würde ich 100 Pro antworten. Ich glaube, das Problem bei den Dark Oath ist, dass halt der Rest der Slaves to Darkness Range so unsäglich gut ist aktuell. Also allen voran halt Varangard und Ritter und Chosen.
beziehungsweise der Demon Prince, haben ja auch schon ein paar in den Kommentaren geschrieben, ist eher ein sechster Chaos-Gott geworden inzwischen. Ich kann mir vorstellen, es gibt Listen, wo die mitspielen können. Die meisten Leute werden sie nur aktuell nicht ziehen, weil Armee sehr teuer, ne? Die sind ja auch wirklich echt teuer, diese Barbaren, weil die ja auch wenig Punkte kosten. Im Gegensatz zu den Chaos-Kriegern, die halt super viel Punkte gleich geben mit einer Box. Und weil die wahrscheinlich einen sehr anderen Spielstil haben, weil der jetzt ist halt sehr fehlerverzeihend. Ne? Rennst rein, den Gegner tötest, rennst den nächsten rein, tötest und so weiter. Und ich glaube, das funktioniert mit den Barbaren nicht. Aber ich bin mir sicher, dass es irgendeinen Spielstil gibt, der auch competitive gut spielbar ist. Aber ich weiß es nicht. Aber so wie sie jetzt aktuell die Dynamik in den Indizes hingekriegt haben, ja, es gibt ein paar, die nicht so dynamisch sind. Wo irgendwie alles gut ist. Siehe Ogre, wo irgendwie nur zwei Einheiten gut sind und der Rest ist Garbage. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ist, weil Slaves to Darkness All Around eigentlich ein sehr starkes Buch bekommen haben. Oder einen sehr starken Index bekommen haben. Und von daher bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass du da irgendwas finden kannst. Aber was genau? Schreib mal David an. Der kann dir da bestimmt helfen. Oder Dario. Der spielt zwar selbst keine Slaves to Darkness, aber der ist ja unser wandelndes Lexikon. Die beiden haben da deutlich mehr Ahnung von der Armee. Melbert, was brauche ich denn noch für eine competitive Ogre-List? Ich habe gehört, die Iron Guards sind ganz gut. Jo, das ist eine von zwei Einheiten, die wirklich gut ist. Also Stand jetzt, was viel gespielt wird, Ogre Competitive, ist entweder 48 Gluttons plus Charaktere oder einmal 8 Iron Guards oder zweimal 8 Iron Guards und der Rest Gluttons. Ja, ansonsten der Rest, bin ich ganz ehrlich, wenn du wirklich im Turnier spielen willst und da nicht gnadenlos untergehen willst, schwierig. Also Gorga könnte man noch spielen. Ich weiß, dass Jan Schwers jetzt auch Gorga spielt in seiner Liste. Die sind auch nicht schlecht. Das Gorga Morpack, das neue. Man kann auch die wie heißen sie denn? Die Led Belchers spielen. Aber auch die sind eher so, ne? Ogre sind in einem ganz weirden Spot aktuell. Also die sind, weiß nicht, designtechnisch gefallen die mir überhaupt nicht. Die sind spielstark, absolut. Also die gewinnen ja momentan auch sehr viel tatsächlich. Auch große GTs haben die jetzt schon gewonnen in Amerika und so. Aber das sind halt alles diese Infanterie-Spam-Listen. Manche halt mit Kragnos, manche nicht. Ich persönlich finde die Liste mit Kragnos sogar ziemlich stark, weil der halt einen 3v6 Charge gibt. Das heißt, man kann halt alle seine dicken Männer relativ schnell in den Gegner torpedieren. Und Kragnos schlägt halt auch selber zu, wie sonst was. Aber so richtig abwechslungsreich sind die halt nicht, die Listen. Aber wie gesagt, so, das ist momentan the way to go bei Ogern. Halt entweder 48 Glattens. 48? Nee, sind es mal 12, genau. 48 Glattens. Oder irgendwie 28 oder so und der Rest Iron Guts. Muss mal gucken, wie das hinkam mit den Punkten. Weil die halt einfach einen Output aus der Hölle haben. Man muss auch dazu sagen, das ist eine sehr ehrliche Armee geworden. Treffen sie dich zuerst, hast du verloren. Triffst du sie zuerst, haben wahrscheinlich sie verloren. weil die müssen halt chargen, ne? Ogre.
Wenn die nicht chargen, dann verlieren die ja den Großteil ihres Schadens. So. Bist eigentlich froh, dass die Wespe nochmal ein bisschen Liebe bekommen? Nö. Weil, ich sag's wieder, ich hab nicht Tau gespielt, ich hab die ja nicht mehr. Ich hab nicht Tau gespielt, weil ich irgendwelche Auxiliary spielen will. Ich hab Tau gespielt, weil ich einfach dicke Mechs mit riesen Kanonen spielen will. Und dass die immer noch nicht die Crisis neu aufgelegt haben, zum Beispiel, die einfach ein super hässliches Modell inzwischen sind. Und vor allem ein weirde Box haben, verstehe ich nicht. Dass die jetzt erst diese ganzen Vespid und so ein Scheiß, die hätten sie meinetwegen auch streichen können bei Tau, bin ich ganz ehrlich. Genauso wie die Crude. Was haltet ihr denn von den neuen Blood Angels? Das würde mich mal interessieren. Ich habe so einen Mini-Rant gehabt, als ich die gesehen habe. Aber das würde mich jetzt echt mal interessieren. So. Jetzt die Frage: Machen wir erst den ganzen Shades? Nee, machen wir nicht. Wo habe ich denn hier? Ashgrave, das habe ich vorhin hier stehen sehen. Jawohl, hier ist es. Das nehmen wir jetzt, um den Bart zu highlighten. Sagen wir nur, war die größte Enttäuschung. Oh ja. Oh ja. Ja, vor allem, sie schneiden halt den Armeen ordentlich die Waffen weg, ne? Finde die Science mit CSM Jump Pack viel schlimmer. Ach, diese, ich weiß nicht, ob das Elysian Drop Troopers werden sollen. Die finde ich eigentlich ganz okay. Ich finde es cool, dass die jetzt halt endlich mal auf die Community hören und die Community sagt halt, ja, wir wollen die Elysians haben. Könnt ihr die nicht bei Killteam bringen? Das machen sie jetzt, das finde ich geil, weil es hat ja länger gedauert, bis sie bei Killteam jetzt endlich mal was gemacht haben, was die Leute auch haben wollten. Von daher finde ich das stark. Geil, Daumen hoch. Aber die Vespids, ja. Hat jemand nach Vespids geschrien? Ich weiß es nicht. Ich meine, ja, die sind aus Resin, die müssen halt neu kommen, wenn sie sie nicht dumpen. Aber das wäre eine Einheit gewesen, wo ich gesagt hätte, ja, dann dumpt die halt meinetwegen so, ne? Aber gut. Haben sie anders gesehen. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Ach scheiße, ich habe die Hälfte des Banners nicht bemalt. Oh. Oh, diese GW-Pinsel, die nerven mich. Ich nehme anderen. Die Jampacks finde ich ganz interessant. Ja, ich denke mal, die nächste Killteam-Edition jetzt wird irgendwie mit Jampacks sein. Whatever. Ist für mich aber nicht das, was das Spiel braucht. Bin ich ganz ehrlich.
das, was das Spiel für mich gebraucht hätte, wäre einfach Elite-Einheiten. Sowas zum Beispiel. Also, was weiß ich, dass man in seinem Kill-Team statt Person X, dass man, also im Prinzip wie, oh, Entschuldigung, jetzt bin ich hier in die Kamera gekommen, dass man wie bei Blood Bowl im Prinzip statt Person X nimmt man einen Elite mit. Und dann ist das, was weiß ich, ein Terminator bei den Space Marines beispielsweise oder whatever. Sowas wäre geil. Also ein bisschen mehr List-Building, weil das aktuelle Listen-Building ist cool. Ja. Also ich weiß nicht, ob sie da was geändert haben. Ich habe seit Ewigkeiten kein Kill-Team mehr gespielt, weil ich die letzten Regeländerungen doof fand. Ab Jahr 2. Aber ich, ja, irgendwas, was cool ist. Und ich fand auch die Banden, die kamen, zunehmend langweiliger, weil sie sich halt entfernt haben von den typischen Armeen halt. Ne? Also ja, es kamen mal Tau, es kamen mal Chaos Space Marines, aber das sind halt keine Einheiten, die irgendwie aufregend sind. Ne? Also ich hätte mir halt gewünscht, dass, was weiß ich, neue Grey Knight Strike Marines oder so gekommen wären. Also auch so eine normale Standard-Unit. Und das haben sie halt nicht gebracht. Und das fand ich schade. Und stattdessen kam irgendwie, was weiß ich, Adeptus Abitis oder irgendwie sowas, wo ich mir auch denke, ja, okay, brauche ich nicht, danke. Aber an und für sich finde ich schön, dass sie die kleinen Systeme weiter supporten. Und ich hoffe, dass auch Warcry weitergeht, weil da haben wir jetzt länger schon nichts gesehen, noch keine Ankündigung mehr. Ich hoffe wirklich, dass die Leaks nicht stimmen und Warcry eingestellt wird. Das finde ich sehr schade. Weil Killteam scheint jetzt zumindest noch weiterzugehen. Ich weiß nicht, ob das eine neue Edition ist, weil theoretisch Killteam ist jetzt 3 Jahre alt. Es könnte theoretisch eine neue Edition sein. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Killteam gleichzeitig mit Age of Sigmar in einem Jahr raushauen. Weil nächstes Jahr ist ja jetzt quasi ein leeres Jahr. Also da haben wir keinen 40k-Release und keinen Age of Sigmar-Release. Das heißt, nächstes Jahr werden sie auf jeden Fall irgendein Specialist-System neu auflegen. Und da wäre jetzt mein Tipp gewesen, dass das Killteam ist oder Warhammer Quest. Weil letzten Endes, die wissen ja, dass das weggeht wie geschnitten Brot seit Cursed City. Cursed City war ja lächerlich dumm, wie sich das verkauft hat. Was geil ist, weil Cursed City ist ein gutes Spiel, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Waren geile Minis drin und so weiter. Das nächste müsste jetzt dann wieder im Warhammer 40k-Universum sein, was ich auch cool fände. Weil auch das Setting von Blackstone Fortress fand ich mega gut. Also das wäre mein Tipp, wenn sie das neu aufsetzen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, wenn sie jetzt Killteam machen, nochmal ein Jahr, dass dann nächstes Jahr eine neue Killteam-Edition kommt. Und irgendwie habe ich auch im Urin, dass sie da nichts für Old World bringen. Habt ihr den letzten Geschäftsbericht gesehen von Games Workshop, beziehungsweise diese letzten Statements? Das fand ich ganz interessant, dass die haben 98% mehr Gewinn gemacht im letzten Jahr. Das ist eine lächerliche Zahl. Die größten Sachen, oder die meisten Sachen, die sie verkauft haben, oder die Sachen, die sie am besten verkauft haben, waren Dark Angels, Chaos Space Marines und die neue Age of Sigmar Edition jetzt. Und ich weiß, dass momentan der Boom bei Age of Sigmar Wahnsinn ist. Also da hätte ich nicht mitgerechnet, da hätte auch niemand mitgerechnet. Ich habe die Tage mit jemandem gesprochen, der auch einen Laden hat. Und der hat mir geschrieben, es war das erste Mal seit 25 Jahren irgendwie, dass sich Age of Sigmar wesentlich krasser verkauft hat als 40k. Und es ist wohl tatsächlich auch so, dass dieser Spearhead-Modus einschlägt wie eine Bombe und die Leute halt einfach bestellen wie blöd. Und das freut mich. Also ich hätte echt gedacht, dass der Modus zwar gut ankommt, weil der auch echt gut ist, brauche ich nicht drüber reden.
Aber ich hätte echt gedacht, dass die meisten lieber das richtige Spiel spielen. Aber das scheint gar nicht so zwingend der Fall zu sein. Also viele, die Casual spielen, das klingt immer so ein bisschen fies, aber ist es gar nicht. Die viel Casual spielen, die scheinen jetzt tatsächlich eher so in die Spearhead-Richtung abzudriften, weil die dann mehrere Spiele an einem Tag schaffen. Genau. Ja, siehste, Melbert, genau. Hatte ich zur AIS gebracht. Ja. Und da scheinst du nicht alleine mit zu sein, tatsächlich. Du musst bei Spearhead den Zeitvorteil sehen. Ja, ganz genau. Da hatte der Honest Wargamer ja auch schon mal was zu, dass Spearhead einfach so ein Ding ist, du spielst nicht nur ein Spiel am Abend mit deinen Buddies, wo du nebenbei auch vielleicht noch ein bisschen quatscht und dies und jenes machst, sondern du schaffst halt zwei, drei Spiele, wenn beide oder wenn alle Beteiligten wissen, wie der Hase läuft. Und da bin ich bei ihm, das stimmt. Also du kannst halt einfach viel mehr verschiedene Sachen ausprobieren. Es ersetzt für mich nicht das richtige Age of Sigmar, bin ich ganz ehrlich. Weil ich dafür, glaube ich, zu viel spiele und ich dann nicht weiß, wie hoch der Wiederspielwert ist, wenn man, was weiß ich, jede Woche zwei, drei Spiele macht. Gut, habe ich jetzt zum Schluss auch nicht mehr geschafft, aber das hatte andere Gründe. Da weiß ich halt nicht, wie hoch der Wiederspielwert dann ist. Aber wenn es Leute gibt, die wirklich Casual spielen, und das fand ich ganz interessant, der Honest Wargamer hatte zum Ende von der dritten Edition von Warhammer Age of Sigmar eine Statistik rausgehauen für AOS 3.0 und für eine Hochrechnung für 40k, wie oft die Leute spielen in der Woche, im Monat, also in einem zeitlichen Intervall. Und da gab es echt eine Riesendifferenz zwischen Casual-Spielenden und zwischen Competitive Spielenden. Und deswegen hat er eben auch gesagt, dass sich eben die Leute mal aufregen, ja, das ist ja nach dem Competitive Play alles gebalanced. Was war tatsächlich wohl so, dass irgendwie 89% der Spiele in der dritten Edition von Warhammer Age of Sigmar von Competitive-Spielern waren, weil die Casual-Spieler im Schnitt ein Spiel bis, genau, ein Spiel alle 4 Wochen oder sogar alle 8 Wochen machen. Das heißt, in der Zeit, wo ein Casual-Spieler halt seine beiden Spiele macht, machen Turnierspieler im gleichen Vergleichswert ein bis zwei Spiele die Woche. Und dementsprechend kommt das halt so hin, ne? Und, oder was heißt Competitive-Spieler? Vielspieler, nennen wir es so, Core-Gamer. Und deswegen wird natürlich dann das Balancing eher auf diese Gruppe ausgelegt, die das halt auch wirklich mitbekommt, die Änderung, und die halt auch da drin ist in dem Thema, als zu den Casual-Spielern, die halt einmal im Monat spielen und dann, was weiß ich, ihr narratives Spiel machen, wo man jetzt auch zwingend, nie, oder nicht zwingend, irgendwelche Balancing-Patches oder so braucht, ne? Also da kann man auch einfach, wenn man sowieso narrativ spielt, kann man einfach sagen, okay, pass auf, das ging jetzt gerade zu schnell, dass ich dich getabelt habe, dann stell dir doch nochmal 500 Punkte mit hin oder so. Und das fand ich ultra interessant. Und da hat er eben auch gesagt, bei 40k wird die noch sehr signifikanter sein, die Zahl, weil es halt einfach mehr Spielende gibt. Dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft, dass 40k halt auch irgendwo bei 90% sein wird, dass die Turnierspieler die Anzahl an gespielten Spielen einer Edition ausmachen. Das fand ich hochinteressant. Wenn es mehr als zwei sind, kann jeder mal eben ein Stündchen und der Rest schaut zu, dann tauscht man durch. Ja, absolut. Absolut. So, jetzt brauche ich Shades. Und zwar einmal grün, einmal braun und einmal Sepia. Braun haben wir schon mal. Sepia. Ach ja, den Blue Wash wollte ich auch noch mal, genau.
Wo ist denn der rot, der grüne Shade? Lila. Skin Shade. Ah. Muss man erst motzen. Ja, wie gesagt, ich bin da sehr, sehr interessiert dran gewesen bei dieser Statistik, weil das natürlich auch viel über den Stand des Spiels aussagt. Ne? Also GW wäre ja dumm, wenn sie dann nicht auch das Balancing in die Richtung machen. Und da hatte ich so noch vorher noch nie wirklich drüber nachgedacht, muss ich zugeben. Ich überlege gerade noch, ob ich die Bänder vorher noch mache, hier oben auf dem Knüppel, auf der Waffe. Die würde ich auch rot machen, damit die zum Lendenschurz passen. Genau. Wir müssen auch ein bisschen auf die Zeit achten. Heute muss ich pünktlich fertig werden. Ich habe gar keine Uhr hier. Scheiße. Wo habe ich denn meine Maus? Da. 21.11 Uhr. Ne, dann haben wir noch ein bisschen. Dann mache ich kurz mal eben das Rot auf der Waffe. Also ist hier wieder Dragon Red, was wir letztes Mal auch genommen haben. Wir nehmen auch nächste Woche wieder einen Spare Battle Report auf. Von David und von Patrick wird wieder ein Battle Report aus dem Osten der Reiche kommen. Und von uns, also von Chris und mir, wird voraussichtlich wieder ein Spare Battle Report kommen, wenn nicht noch was dazwischen kommt, weil es gibt so zwei, drei Elemente, wo wir noch gucken müssen. Wie gesagt, bei mir der anstehende Urlaub. Und Chris hat von der Arbeit noch ein paar Sachen, die er machen muss. Aber es könnte sein, dass ihr nächste Woche tatsächlich zwei Battle Reports bekommt. Nehmt ihr neue Armeen? Ja. Also, nee, ich weiß gar nicht, ob Chris nicht nochmal Stormcast spielt. Aber ich werde auf jeden Fall was anderes spielen. Ich weiß nur noch nicht genau was, weil das Problem ist, bei den Soulblade Gravelords fehlen mir die Vagis. Ich will mir die nicht extra kaufen, weil Vagis sind halt echt richtig kackies und das schon seit Ewigkeiten. Ich finde die auch potten hässlich, weil das halt uralte Modelle sind. Vielleicht müsste man die proxen. Muss man mal gucken. Aber wahrscheinlich werde ich erstmal Gloomspite Kids spielen. Oh, ich sehe schon, ich habe ein bisschen stark verdünnt hier. Freut ihr euch eigentlich, das würde mich mal interessieren, freut ihr euch eigentlich auf das Space Marine Videospiel?
Wir haben schon im Verein drüber geschrieben. Wir wollen wahrscheinlich so ein paar Abende machen, wo wir dann zusammen im Koop da rumballern. Da habe ich echt Bock drauf, muss ich sagen. Das kommt ja, wenn ich aus dem Urlaub wieder zurück bin. Kurz danach. Da habe ich Bock drauf. Achso, da fällt mir gerade ein, weswegen ich eigentlich auf den Jahresbericht hinaus wollte. Daraus ging hervor, dass Old World tatsächlich super schlecht läuft. Weil die Kits eben nicht gekauft werden. Und das ist wieder so das typische Ding, dass die Fantasy-Spieler, ich zeige jetzt nicht provokant mit dem Finger auf die, aber dass die Fantasy-Spieler halt einfach gesagt haben, ja geil, gib eine neue Fantasy-Edition, ich nehme mir meine Armee aus dem Schrank, kaufe mir nur das Regelbuch und nach mir die Sintflut. Oder, und da nehme ich mich jetzt selber mit ein, dass wenn ich jetzt gestartet hätte, hätte ich vieles wahrscheinlich auch aus dem 3D-Drucker genommen, weil ich die Boxen, und da hat der Dice Dennis jetzt auch eine Gedankengrütze zugemacht, die ich sehr gut fand, weil die Boxen einfach unsäglich teuer sind und teilweise auch nur Webstore-exklusiv sind, was für mich ja einfach schon das Totschlagargument ist. Würde ich nie machen. Ich glaube, dass GW da ein bisschen stiefmütterlich mit dem System umgeht. Die könnten da viel mehr Reibach mitmachen, weil solche Marken wie Total War, die ziehen einfach so Wahnsinn für das System. Und sie bedienen halt aktuell diesen Markt so schlecht irgendwie. Und das finde ich schade, weil ich freue mich für die Fantasy-Spieler, dass ihr System endlich zurückgekommen ist. Und dass das so ein bisschen halbherzig behandelt wird. Weil gefühlt wird immer nur der aktuelle Stock von dem, was sie gerade noch haben, von den Sachen irgendwie abverkauft. Und dann ist erstmal monatelang nichts zu den Fraktionen. Die ersten Fraktionen jetzt, hat ja Dennis auch angesprochen, die ersten Fraktionen haben auch noch neue Releases bekommen. Also sich neue Plastikkits hier, die Ritter zu Fuß und so weiter. Und die neuen Releases sind halt vielleicht mal ein Held aus Resin, beziehungsweise jetzt die Chaoskrieger gar nichts. Finde ich schwach, muss ich sagen. Ich glaube, die haben nicht so richtig dran geglaubt, dass das kommt. Die haben das nur gemacht, damit die Leute halt endlich aufhören zu weinen, dass Fantasy tot ist und dafür halt Age of Sigmar gekommen ist. Aber ich glaube, die haben das massiv unterschätzt, was das für eine Zugkraft hat, Old World. Ich meine, es hat immer noch nicht annähernd die Verkaufszahlen von dem, was Age of Sigmar oder 40k hat. Brauche ich überreden, da wird es auch nie hinkommen, weil es dafür einfach vom System her zu alt ist. Ich habe das Regelbuch auch mal gelesen und war auch nicht so super angetan davon, muss ich zugeben. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie haben einfach das unterschätzt. Und das finde ich schade. Wie gesagt, weil ich freue mich für die Leute, die es spielen. Und so ein bisschen mit dem Tadelfinger zeigt man halt drauf auf die Leute, wenn man sagt, naja, Leute, wenn ihr das wieder macht wie damals, wo es schon mal untergegangen ist, und ihr euch dann wieder beschwert, wenn es wieder eingestellt wird, weil es nichts abwirft, dann kann man euch auch nicht helfen. Ne? Also, ja. Schwierig. Aber ich verstehe natürlich, wenn die Leute sagen, Alter, hast du mir die Preise angeguckt? Einen Teufel werde ich davon kaufen. Würde mir genauso gehen. Nein. Auf keinsten. Was geht, sind diese Armeeboxen. Ich finde, die haben wirklich einen guten Value. Die haben wirklich einen richtig guten Value und ich weiß aber zum Beispiel, dass die Ork-Box von ganz vielen 40k-Spielern gekauft wurde, weil in der Box irgendwie 40 Orks drin sind, die ultra einfach zu kitbashen sind. Das heißt, man hat dann einfach sich diese Box gekauft für, ich weiß gar nicht, was sie gekostet hat, 100 Euro? Es war relativ wenig. Und dass sie dann einfach aus dem 3D-Drucker sich den Slugger geholt haben, also die Knarre, und haben den Modellen einfach eine Knarre angeklebt und haben sich dann für 60 Euro gleich ganze Blöcke Boys gekauft. Ich verstehe, warum sie es gemacht haben. Ich hätte es auch so gemacht, wenn ich Orks gespielt hätte und die Green Tide hätte spielen wollen. Aber ist natürlich eigentlich auch nicht Sinn der Sache, ne? Ole freut sich auf jeden Fall schon auf Space Marine. Und Ritter Kunibert, Moment, ich muss hier gerade noch einen Pinselstrich machen, so.
Ritter Kunibert schreibt und vieles wieder die alten Metallmodelle oder die alten Resinmodelle und. Er spielt sie auch ganz anders als früher, finde ich. Ist das so? Das weiß ich nicht, weil ich habe ja erst mit Age of Sigmar angefangen tatsächlich, damals. Mit der allerersten Starterbox. Und die Regeln kommen mir so teilweise bekannt vor durch The Horus Heresy, was ja auch noch das alte 40k ist, wenn man so möchte. Aber was ich einfach altbacken finde, sind halt zum Beispiel die Missionen, weil es gibt halt keine Missionen wie bei Age of Sigmar, sondern es gibt halt Killpoints. Das heißt, man haut sich einfach stumpf 5 Runden auf die Schnauze und dann guckt man, wer am meisten getötet hat. Und dann gibt es irgendwie eine Fraktion wie Zwerge, die nicht sterben, die aber eigentlich auch nur stehen bleiben, weil sie halt einfach alle ultra langsam sind und dann einfach in ihren Formationen stehen und dich kaputt schießen. Und wenn du ran bist, dann gibt es halt einfach 4 Runden auf die Schnauze und dann ist das Spiel vorbei. Finde ich jetzt nicht so aufregend, wenn ich ehrlich bin. Und das war nämlich auch schon sowas, wo ich mir dachte, nee. Oder wie siehst du das? Du hast ja scheinbar Ahnung. Oder hast es ja auch schon gespielt, was sehr schön ist. Dann kannst du mich nämlich hier mal aufklären in der Hinsicht. Es wirkt zumindest auf mich so. Also es ist halt super altbacken. Und was Dennis auch noch betont hat, und das kann ich echt dick unterstreichen, ich finde das Regelbuch von der Sortierung her eine Katastrophe. Es ist so schlecht sortiert und auch wieder dieses alte, ich verstehe ja, wenn man irgendwie Nostalgie-Feeling machen will, aber Leute, geht mir doch bitte nicht mit meiner Zeit auf den Piss, indem ich die ganze Zeit irgendwas googeln muss oder die ganze Zeit irgendwas nachschlagen muss, von wegen, ja, die Fähigkeit gibt das und das und wenn du das hast, dann bekommst du, was weiß ich, ich denke mir jetzt einen Wert aus, heldenhaft. Und dann denkst du dir, ja scheiße, was war denn heldenhaft? Dann guckt man heldenhaft nach und so weiter. Könnt ihr sowas nicht auf die Warscrolls mit draufschreiben? Wie bei AOS oder wie bei 40k, finde ich super anstrengend. Weil ich will halt spielen und ich will nicht blättern. Und das hat mich schon beim Reinlesen in die Regeln, wie gesagt, ich habe nicht ein Spiel Fantasy gemacht oder Old World gemacht, aber das hat mich beim Reinlesen in die Regeln, hat mich das schon abgefuckt. Und ich weiß auch, dass ich mit der Meinung nicht alleine bin. Aber wenn man drin ist, soll es ein sehr schönes Spiel sein. Das habe ich schon gehört. Und wenn man die Regeln verstanden hat und vor allem, wenn man eine volle Armee zu Hause stehen hat, mit ihren Regimentern, dann soll es ein schönes Spiel sein. Oh, hier, ich hab's vergessen. Aber ich muss sagen, zur Verteidigung von The Old World, die haben für mich eins der schönsten Modelle rausgebracht für The Old World, was dieses Jahr kam. Und das ist der neue Youngrim, der junge Ungrim Ironfist. Der Zwergenslayer-König, der sieht super geil aus. Bin ich ein Riesenfan von. Das ist ein ganz, ganz hübsches Modell. Nur sieht ein bisschen wild aus neben seinen Dudes. Im Regiment, weil er hat einfach irgendwie doppelt so großes gefühlt. Und das fand ich ein bisschen weird, aber ist ein super hübsches Modell. Wenn ich Fire Slayer Spieler wäre, würde ich mir den holen und auf eine runde Base stellen. Oh Gott, ich komme die ganze Zeit gegen meine Kamera, es tut mir leid. Bootstrap Brown für seinen Gürtel.
Oh, ich gehe gerade ein, Alter. Es wird so warm mit den ganzen Lichtern. So. Noch irgendwas, was in dem Ding muss? Oh, ja. Also Jan, was hast du mir da für eine Farbe gesagt? Das Pixie Pink geht ja mal ab. Ja, ne? Pixie Pink ist mega. Das ist ja auch das, was ich für die Maggot Kind of Nörgel für das Glaze genommen habe, für die pinke Hautfarbe vorne. Das deckt irre. Ja. I know. Und normalerweise ist Pink zu malen auch immer richtig, richtig schlimm. Und ich hatte auch ein bisschen Pipi in den Augen, als ich das gemalt habe zum ersten Mal, muss ich zugeben. Ich mag auch die lila Töne und die anderen Pinktöne von den neuen Fnatic-Farben. Die sind auch richtig gut. Also gerade hier Alien Purple ist mega. Das ist auch die Farbe von Nagashs Rüstung. Ich kann auch empfehlen, für diejenigen unter euch, die vielleicht noch irgendwie einen Plasma-Effekt oder was weiß ich, eine Laserfarbe für irgendwas machen wollen, für 40k, probiert mal aus, das mit so einem kreischenden Pink zu machen. André hat das bei seinen Eldar gemacht und das sieht mega aus. Also pinkes Plasma bei Hellblasters zum Beispiel und so weiter, sieht super geil aus, weil das richtig ballert. Das sieht scheiße aus hier. Ja, dieses Sepia hier, der Sepia-Wash, der ist super. Aber ich habe den Eindruck, der poolt ganz gerne. Mag aber auch daran liegen, dass ich hier noch eine Nasspalette habe.
So. Oder habe ich getroffen? Doch, habe ich getroffen. Gut. Moldy Wine und Mildberry habe ich auch noch geholt. Yo, Mildberry ist ja auch Kilian ein Riesenfan von. Der hat ja auch viel damit bemalt. Ich habe seine Orc-Sets gesehen am Wochenende, habe ich dagegen gespielt. Und die sehen auch super aus. Also auch Mildberry ist auch einfach eine Wunderwaffe. Das ist ja dies hier, das Lila hier, das ist ja Mildberry. Die wird bei mir auch nochmal speziell Erwähnung finden im Video. Genauso die Pinktöne und eben auch die Lila-Töne. Aber grundsätzlich vielleicht für euch schon mal vorab, ich bin super zufrieden mit den Army Painter Farmen. Das Ding ist, ich finde jetzt im Nachhinein die Farbrange doch ein bisschen sehr einseitig, weil richtig dunkle Farben gibt es nicht, weil die alle irgendwie so ein bisschen pastellig sind. Ich würde mir wünschen, dass es noch ein Ab-, also es wird mit Sicherheit eine Range-Erweiterung geben, weil welcher Hersteller macht das nicht? Aber ich würde mir tatsächlich noch wünschen, dass sie so eine kleine Update, so ein kleines Update machen, dass nochmal richtig dunkle Farben kommen. Dass man halt auch so ein bisschen Grimdark malen kann, weil ich finde, Grimdark mit den aktuellen Army Painter Farben ist fast nicht möglich. Betonung liegt auf fast. Also man müsste es halt viel mit Schwarz mischen und so. Und da sind andere Hersteller ein bisschen weiter. Also bei Vallejo, die haben ja jetzt ihre Model Color Range gebracht, die ich übrigens auch sehr schön finde, muss ich sagen. Die gefällt mir wesentlich besser als die Game Color Range. Die ist auch sehr, der hat auch sehr geile dunkle Farben. Also die ergänzen sich dann eigentlich ganz gut. Was mir bei der aber wieder aufgefallen ist, und das hat mich auch bei den Game Color Farben ein bisschen gestört, die werfen bei mir immer so slightly Blasen. Ich habe schon gelesen, dass das wohl angeblich, Aussage Vallejo, daran liegt, wie auch die Zusammensetzung, oder so habe ich es, glaube ich, gelesen mal bei Reddit, wie die Zusammensetzung des Leitungswassers ist. Also wenn das eben sehr kalkhaltig ist, kann das irgendwie ein bisschen andere Einflüsse haben als sonst. Klingt ja irgendwo auch logisch. Aber bei mir, wenn ich die verdünne mit Wasser, dann haben die immer so slightly Blasen. Das gefällt mir nicht, weil dann, wenn die austrocknen, die Farben, dann kann man die teilweise, wenn man nicht aufgepasst hat, noch sehen. Und das ist natürlich ein No-Go, gerade bei irgendwelchen fetten Centerpiece-Modellen, die 100 Euro kosten, will man ja nicht auf der Rüstung, was weiß ich, irgendwelche kleinen Bläschen haben oder sowas. Und das war mir bei Model Color auch wieder aufgefallen. Ich dachte, da mochte jemand seine Armee knallig bunt. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch jemand, der übelst bunte Armeen mag. Aber es soll ja ein objektiver Test sein. Und es gibt ja viele, die mögen dieses Grimdark malen und so weiter und so fort. Und denen kann ich das ja schlecht empfehlen, wenn es diese Farben nicht gibt. Also das ist ja, zumindest sagen das Chris und ich ja, weil wir größtenteils die Farben testen, sagen das ja auch immer, dass wir halt möglichst ein objektives Bild geben können, damit wir halt für euch eine berechtigte Kaufempfehlung aussprechen können oder eben auch nicht. Und das ist für mich so ein Kritikpunkt eben. Also für mich, top. Also ich mag ballernde Armeen. Also wenn ihr meine Squeaks gesehen habt, bei den neuen Model-Color-Farben, ja, genauso wie bei den neuen Game-Color-Farben, die haben das auch. Das scheint dieses neue Trägermedium zu sein. Aber für mich, auch bei den neuen Skits, werdet ihr sehen oder wirst du sehen, Ole, wenn ich die mitnehmen sollte, die sind übelst ballernd angemalt. Die haben richtig kreischende Farben und das mag ich. Aber es gibt halt Leute, die mögen halt richtig Grimdark ihre Sachen zu bemalen und die sagen ja, natürlich, ja, was soll ich denn mit Pastellfarben? Beziehungsweise, ich habe auch schon gelesen, dass bei manchen Leuten mit ihren Primern, das mir aber noch nicht passiert, dass die Army Painter Farben abperlen. Das ist mir bei Vallejo passiert tatsächlich. Genau, dann brauchen wir jetzt Blau für die Banner. Der Blue Tone, der ist auch super geil. Eins meiner neuen Lieblingswashes, muss ich zugeben. Zusammen mit dem Purple Wash.
Ich habe für Michael Skinks bemalt mit dem blauen Wash hier. Und der hat ein hervorragendes Finish hinterlassen. Da war ich sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann für diejenigen unter euch, die geile Metallics brauchen, also mal abgesehen von einigen von Army Painter, hier habe ich jetzt auch ein paar mehr ausprobiert, gehe ich da noch drauf ein in dem Video. Es gibt jetzt die neuen Model Color Metallics und die sind auch saustark. Die haben so einen ganz, ganz. Ich bin unfähig. Die haben so einen ganz besonderen, so eine ganz besondere Art zu trocknen. Ist ganz interessant. Oh, Blase. Ja. Kann man ganz schwer beschreiben. Die haben so ein ganz eigenes Finish. Das sieht echt cool aus. Hier der Stab. Ich halte ihn gerade. Ne, erstmal mache ich das Shade drauf. Der Stab von Nagash ist zum Beispiel mit mehreren von denen. Und das fand ich übel geil. Also da war ich sehr zufrieden. Und die Decken auch hervorragend. Also das meiste, gerade auf dunklem Untergrund, hat dann schon nochmal so eine zweite Schicht gebraucht, was ja aber auch in Ordnung ist. Da war ich sehr angetan von, muss ich sagen, weil die echt fett sich hervorragend streichen lassen. Die haben komischerweise keine Blasen geworfen. Aber, das haben wir jetzt gelernt, hatten wir letztens auch im Stream, dass Trovarion gesagt hat, um Gottes Willen, keine Shades verdünnen. Die nennt man Raw. Ich habe die nicht verdünnt. Also es mag sein, dass es daran liegt. Ich weiß es nicht. Aber es war sehr geil, muss ich sagen. Also, wie gesagt, zeige ich gleich nochmal den Stab. Schon irgendwo matt, aber auch nicht so ultra matt. Das ist ganz komisch. Aber auch kein Seidenmatt, also irgendwas dazwischen. So, achso, hier oben noch. Und ich muss zugeben, die Model Color Metallics kamen für mich von der Qualität zum ersten Mal in meinem Leben fast an die Qualität von Vallejoran, von Skellran. Das hätte ich nicht gedacht. Jetzt nochmal kurz ein braunes Wash für die Waffengriffe, dass ich die dann highlighten kann. Ach hier.
Habe ich das? Doch, habe ich das gewascht? Nee, habe ich gar nicht. Ups. So, mal hier mal schnell. Zack, 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 zack. So. So, dann lassen wir den kurz trocknen. Haha. Genau, hier ist nochmal Nagash. Der Stab hier. Das Gold. Das ist, wie heißt denn das gleich? Old Gold heißt das. Old Gold. Und gehighlightet habe ich das mit Brass. Ist komplett wild. Und das habe ich geschadet mit dem Sepia-Wash von Amipainter. Und habe dann eben dieses Highlight mit Brass hochgemalt. Und ich finde das übel geil, muss ich sagen. Also so ein Goldfarbton habe ich sonst noch nie gesehen, weil haben wir noch irgendwas Goldenes hier rumstehen? Nee. Habe ich so noch nicht gesehen, muss ich sagen. Und das gefällt mir super gut. Und das hier sind zwei Schichten Gold. Mega. Was hast du eigentlich für eine Base bei deinen Gits? Ich habe dieses Kodama Woods von Crowdcover. Ich muss aber sagen, das war noch die Prototyp-Version. Und die Prototyp-Version, das war noch nicht so geil. Das deckt nicht so super. Deswegen, ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das nochmal ändere, aber ich glaube nicht. Ich kann nochmal kurz einen Squick holen gleich. Beziehungsweise er trocknet ja eh gerade. er trocknet. Ich bin am Überlegen, hier das Grau nochmal zu schäden. Weil die Highlights schon sehr ballern. Das mache ich, glaube ich, erstmal. Wenn das kurz trocknet, dann zeige ich euch das nochmal, was ich meine. Ah, warte mal, dann nehme ich dann jetzt keinen Strong Tone, dann nehme ich Soft Tone. So. Ja, das gefällt mir besser. Irgendwas wollte ich noch fragen eben, ich weiß nicht mehr was. Ach so, Ole, wollen wir noch mal morgen so ein bisschen hin und her schreiben zu den Teamlisten? Also von dir und von Julian. Ich meine, ich kann bei dir zu Nighthorn nicht wirklich viel erzählen. Es geht nur darum, dass wir uns angucken, welche anderen Spieler da mit im Rennen sind. Dass wir nochmal drüber sprechen können, welche Listen die wahrscheinlich spielen werden. Weil viele von den Leuten, meine ich, hatte ich schon gesehen, kennt man. Und da wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn wir da nochmal drüber sprechen. Ja. Und vielleicht wäre es ganz gut, wenn du mit Julian vielleicht nochmal ein Testspiel machst vorher. Mit seiner Liste, weil der hat jetzt zwar Bone Reaper schon gespielt, aber der kennt Nagash ja noch nicht. Das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. So.
Zum Hildesheimer-Turnier bin ich nicht dabei am 30. Aber können wir gerne. Ach, da bist du nicht dabei? Ich nämlich auch nicht. Ah, ich dachte, wo bist du denn jetzt am Wochenende auf welchem Turnier? Weil dann habe ich das ja vollkommen vercheckt. Oder ist hier wieder der Baltic Cup in Rostock? Schreib mal, ich hole mal eben meine Gits. Am 24. in Rostock und am 30. bin ich bei meinen Eltern. Ach so, ah, okay. Hier, das sind die Squigs, die ich. Oh, ich sehe gerade, ich habe die Zunge vergessen anzumalen. Das muss ich noch machen. Ne? Und die haben hier dieses Kodama-Wurz. Aber ihr seht schon, das leuchtet so ein bisschen durch, der Boden. Das, wie gesagt, das hier ist die Prototyp-Version. Am 31., ja. Das ist die Prototyp-Version gewesen. Die neue Version ist besser. Die deckt auch vollends. Ich muss auch die Base-Rennen und so noch malen bei denen. Aber so richtig geil ist das nicht, finde ich. Deswegen, das ist halt der Vorteil, Schrägstrich, der Nachteil, Vorteil, den wir haben, dass wir halt das Produkt vorher hatten und da testen konnten. Und das fand ich nicht so geil, muss ich zugeben. Aber es geht. Ja, aber wie gesagt, die neuen Versionen, wenn ihr die jetzt kauft, dann ist das nicht mehr das Problem. Das war nur in unserem Fall der Fall. Gut. Weil wir jetzt warten, dass die Shades trocknen. Wo habe ich meine Maus liegen gehabt? Da. Gucken wir nochmal auf die Uhrzeit, weil ich gehe hier langsam ein im Raum. 21:49. Jo, das klingt gut. Dann würden wir heute mal ein bisschen früher Schluss machen, weil mir ist zu warm. Ich muss hier raus. Ja. Genau, dann würden wir jetzt einfach den Stand nehmen. Wir malen trocken nebenbei noch weiter. Beziehungsweise ich gucke mal, ob ich ihn auch irgendwann selber nochmal ein bisschen weiter male. Aber der rennt ja jetzt nicht weg. Das ist jetzt erstmal der Stand für heute. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut. Dann wünsche ich euch was. Ole, wir sehen uns spätestens am Montag. Und ich schreibe dir nochmal, mit welcher Armee ich komme. Aber ich gehe davon aus, dass es Soulrides wird. Ja. Okay, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Es wird einen Stream geben nächste Woche, wahrscheinlich aber nicht zwei. Das werden wir nicht schaffen. Aber das macht ja nichts. Und einen Stream werden wir wohin kriegen, da werden wir wieder ein bisschen malen. Oder wir machen nochmal einen Gaming-Stream und gucken uns an, was jetzt die Patches bei Speedweeks gebracht haben. Mal gucken. Nee, Quatsch, den Baustream, wenn das rechtzeitig ankommt, das Gelände. Ich weiß nicht, wann die es verschicken, weil ich habe es jetzt bestellt bei PK Pro. Und ich weiß nicht, wie schnell die sowas verschicken. Wahrscheinlich erst zum Wochenende und das ist dann zu spät für diese Woche. Dann würden wir es erst in der Woche danach machen. Aber ja, gucken wir mal. Gut. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend und wir sehen uns oder hören uns im nächsten. Und bis dahin würde ich sagen, ciao, ciao.